Gott! Damit willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Alter! Ich habe hier jetzt nochmal ewig an dem Rätsel rumprobiert. Letztendlich habe ich herausgefunden, dass man mit den Punkt macht man mit Enter oder mit Z und man muss den Punkt immer drücken, auch wenn man in eine Pfeilrichtung drückt. Warum nicht nochmal? Gott, irgendwann studiere ich das mal ein, Leute. Tja. Sag mal, mir fällt gerade was auf. Doch, es spielt Musik. Ich habe sie aus irgendeinem Grund gerade nicht gehört. Hier hätten wir einen antiken Schatz. It's a legendary artifact. Ein legendäres Artefakt. Übrigens will ich immer sagen, dass ich jetzt noch 7 Minuten für das Rätsel gebraucht habe. Will you take it? Mal kurz hier in die Seite, die ich gerade offen hatte, für das Rätsel schließen. Natürlich. Ich habe zu viele Hunde. Wie kann das nur passiert sein? Info. Annoying dog. Dog, a little white dog, it's fast asleep. Ein schlafender Hund. Judith Dog. Der Hund absorbierte das Artefakt und rennt durch die Wand weg. Was steht auf dem Schild? Kann man das lesen? Das Artefakt ist weg. Lasst uns vergessen, was hier gerade passiert ist. Gut, jetzt sehen wir uns gleich da wieder, wo der letzte Part geendet hat. So, hier sind wir. Eine Art Sternenhimmel und ein großes Schloss. Und ich weiß, ich bin schlau. Ich habe schon wieder die Stimme von dem Typen vergessen. Also bitte nicht schlagen, wenn der gleich überhaupt nochmal was sagt. Das Regen ist zwar immer noch, aber hell. Yo, this ledge is way too steep. Yo, you wanna see Undyne, right?
Climb on my shoulders. Hi, bin oben. Yo, you go on ahead. Don't worry about me. I always find a way to get through. Au. Er sagt, er findet auch so einen Weg, hier lang zu kommen. Ich soll schon mal vorgehen. Okay, ich hätte jetzt vielleicht doch einfach noch ein paar Meter weiter gehen können. Wasserfallbrücke. The humans, afraid of our power, declared war on us. They attacked suddenly and without mercy. Ja, die Geschichte wird fortgesetzt. Die Menschen haben aus Angst an einen Krieg erklärt. In the end, it could hardly be called a war. United, the humans were too powerful and us monsters too weak. Not a single soul was taken and countless monsters were turned to dust. Tja, die Monster hatten keine Chance in diesem Krieg. Und hier ist die erwähnte Brücke. Und dieses Zwielicht kennen wir. Okay Leute, ich bin gut eingespielt. Ich werde auf jeden Fall hier nicht sterben. Ich habe gerade Angst, dass ich hier mit meinen Kindern bleibe. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, jetzt dodge ich ganz, ganz gut. Kacke. Und wenn ich hier drin bin, werde ich sowieso gehittet. Das ist falscher Weg. Kacke, ich sterb hier sowas von. Oh Gott. Ich hab's überlebt, Leute. Aber ich stecke in der Sackgasse. Und Undyne macht die Brücke kaputt. Mit einer ganz tollen Fallanimation. Aus dem 3. Jahrhundert. Vor Jesus. It's... Oh, fuck. Ich glaub, ja. It sounds like it came from over here. Oh, you've fallen down. Haven't you? Are you okay? Here, get up. Günther, huh? That's a nice name. My name is... Aus irgendeinem ganz zufälligen Grund ist hier wieder eine Blumendecke. Und sehr viel Wasser und Müll. Ja, diesmal erfüllt mich der endlose Kreislauf des nutzlosen Mülls mit Entschlossenheit. Teilweise ziemlich komischer Müll. Ein Computer, eine Box, ein Dummy. Seems like a regular train dummy. Do you want to beat it up? Nö. Das kommt jetzt noch. To intimidate, to find me here.
I'm a ghost that lives inside a dummy. My cousin used to live inside a dummy too until you. Shucks, you were really boring. They got annoyed and flew away like any self-respecting spectre. Well then, boring people are crumbs sticking to the face of this world. Human, I wipe you away with the dainty handkerchief of vengeance. Ich habe seinen Cousin, der auch in einem Dummy geruht hat, so gelangweilt, dass er weggeflogen ist. Hier Part 1. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Für den Kaffee. Alter, ich will mir jetzt gerade nicht den Pazifisten Run verbauen. Nicht das, weil man ihn ganz offensichtlich ja so tötet, ich damit den Pazifisten Run einfach. Ich bin hier gerade am Handy und gehe dabei auf Google. Aber ich habe jetzt hab ich kein Idee, den Pazifisten Run zu versauen. Madame Pazifist. Die tolle Musik ist, denke ich, muss ich nicht viel zu sagen. Ja, Cookies. Habt ihr auch Milch? Im Kampf. Hallo, öffne doch im Kampf. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht nachgucken, wie man den Pazifist besiegt. Jetzt ziehe ich auf eine andere Seite und komme nochmal auf dieselbe. Bin am Aufnehmen. Alter, niemand weiß hier was dazu. Du bist grad wahrscheinlich eine gute Katze. Okay, ich muss das machen mit den kleinen Viechern. Ich rede trotzdem weiter. Aua. Bin ich gerade viel getroffen. I use your soul to cross the barrier. Ja, genau du, ne? Wer sonst? Da hat er was kassiert. I stand in the window of a fancy store. Er sagt, er wird im Fenster von einem großen Laden stehen. Einen Angriff noch. Then everything I want will be mine. Er rastet aus. Noch ein bisschen treffen. Matt Dummy ist getting cotton all over the dialogue box. Yeah, I guess that will avenge my cousin. Ch-
Scheiße, er schießt nur einmal, geil. What was the name again? Aua. Noch mehr Hit. Ich nehme lieber hier mal Ballfalco. Aber Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Der Kampf läuft zu gut für mich. Ich kenne mich. Ah, jetzt hat das Bewegen irgendwie nicht geklappt. Sehr schön. Das ist der Sinn. Noch ein paar Hits. Hey, guys! Oh Gott. Dummies, Dummies, Dummies. Remember how I said not to shoot you? Well, failures, you're fired. You're out. Now let's see my true power. Relying on people that aren't garbage. Dummy bots, magic missiles. Army bots, you're awful. Ein Hit grad mal. Final attack. Kacke. Als ob der mich damit jetzt bekommt. Alter, wie viel greift denn da noch an? Und das hier kann man natürlich nicht schneller machen. Was soll ich machen? Bei der Attacke sterbe ich doch auf jeden Fall. Vor allem, wie immer, jetzt schon den ganzen Botkampf neu machen. Das ist immer das Schönste. Stirb schneller. Okay, das war gut. Das waren einige Hits. Mann, jetzt schaffe ich es hier gerade nicht mehr wirklich, ihn zu treffen. Ja. Und wie soll man da allem ausweichen? Noch ein paar Hits. Noch ein. Nach dem nächsten Gegentreffer ist hier mit. Ah ja. Als ob das wäre so gut gewesen. Sorry, dass ich jetzt
jetzt ein bisschen leiser bin, aber... Anstatt dass ihn alle treffen, treffen mich. Alter, wie soll man das denn machen? Ich bin gerade überfordert mit dem Kampf. Und wieder nichts getroffen. No way. These guys are even worse than the other guys. Who cares, who cares, who cares? I don't need friend. I've got knives. I'm out of knives. But it doesn't matter, you can't hurt me and I can't hurt you. You'll be stuck fighting me. Forever. Forever! What the heck is this? Oh, ich weiß es! Exit Rain? Giftiger Regen! Oh, forget it, I'm out of here! Und woher kam die Rettung? Napster Blue! Sorry, I interrupted you, didn't I? As soon as I came over, your friend immediately left. Oh no, you guys looked like you were having fun. Oh no, I just wanted to say hi. Oh no. Das ist Napster Blue. Well, I'm going to head home now. Oh, feel free to come with if you want. But no pressure, I understand if you are busy. It's fine. No worries. Just thought I'd offer. Ja, das war ein toller Bosskampf. Ich gehe jetzt erstmal mal zurück saven. Der zweite Try lief ganz gut. Ich habe letztendlich meine ganz schlaue Frage wegen meinem tollen Kurzzeitgedächtnis. Habe ich ein oder zwei Items gebraucht? Glaub nur eins, und das wäre schon für meine Verhältnisse gut. Wow, hier ist gleich der nächste Safe. Hey, my house is up here, in case you want to see, or in case you don't. Dein Haus ist gleich da oben, für den Fall, dass ich es sehen will. Oder auch für den Fall, dass ich es nicht will. Hier ist ein Vogel, der mich auf die andere Seite fliegen kann. Hier ist ein merkwürdiges Haus mit... What? It's a living. Hier wohnt jemand. Niemand ist zu Hause. In diesem komischen Fischhaus. Hier, dieses Haus ist zugeschlossen. Da kann man nichts machen. Ja. Irgendwie konnte man in das Haus rein, das weiß ich noch, aber anscheinend noch nicht. Und hier wohnt Napster Blue. Oh, you really came. Sorry, I wasn't expecting that. It's not much, but make yourself at home. Ja, hier wohnt er. Es ist nicht viel, aber ich soll es nur bequem machen. Do you wanna listen to some tunes or something? Hier sind Spook Tunes. Das erinnert mich irgendwie an Luigi's Mansion. Spook Wave. Noch eine bessere, würde ich sagen, Version. Weil, ihr müsst wissen, hier Napster Blue, aka Blue hier. Ich hoffe, man hört das gerade nicht da draußen. Ja gut. Auf jeden Fall, Napster Blue ist DJ. Dang, that ambience. It's like my whole body is being spooked. Und das letzte ist Gauli Day Music. Das ist merkwürdig. The computer's internet browser is open to a music sharing forum. Ja, da teilt er seine Musik. Oh,
That's my TV. There's a show I like to watch on it. Sometimes. Oh, are you hungry? I can get you something to eat. Napster Blue ist halt wie immer drauf, so ein bisschen. Ich bin motiviert. Das ist genau. Genauso sitze ich auch vor meinen Aufnahmen. So, ne. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Abonniert meinen Kanal. Warum mache ich die Scheiße überhaupt? This is a ghost sandwich. Do you want to try it? Ja, ich probiere dein Geister-Sandwich. Ich versuche reinzubeißen. Fast red fruit. Ja, ich hab durch ist durchgebissen. Oh, never mind. After a great meal, I like to lie on the ground and feel like garbage. Ja, das ist wirklich... It's a family tradition. Napster Blues Familie ist natürlich sehr toll. Ihre Familientradition ist, nach dem Essen sich erstmal auf den Boden zu legen und sich wie Müll zu fühlen. Do you want to join me? Ja. Das mach ich doch auch jeden Tag. Okay, follow my lead. Here we go. You lie down as long as you don't move. So, only move around. When you want to get up, I guess. Mit der tollen Musik im Hintergrund. Wer hat diese Szene erwartet? Gibt's zu. Das ist schon geil. Und ich würde sagen, ein guter Punkt, den Part zu beenden. Im nächsten geht es weiter. Ich bleibe so lange hier und entspanne mich. Bis zum nächsten Mal.